Und Hallöchen! Jetzt besiegen wir die vier Idioten mit meinem richtigen Deck. Also los geht's! Und wenn wir verlieren, dann... dann werde ich ein Deck erstellen, das nur 5 Karten hat. Was auch möglich ist, wenn man diese Cheats kennt. So, also wir können nur gewinnen. Okay. Wir können Top the Gate zuerst spielen, um Karten zu ziehen. Wir können aber zuerst die Grenze spielen, das wäre auch ganz gut. Kann keiner angreifen. Ich glaube, das wäre das Beste. Spielen wir zuerst die Grenze. Und, ja, spielen wir den Jäger im Hinterhalt. Jetzt kommt sein Effekt. Wir können eine Karte abschmeißen, dann wird ein Würfel gewürfelt. Und wenn die Würfelzahl nicht 1 oder 6 ist, wird dieses, wird die Karte zerstört. Und wir haben eine 3 gewürfelt. Das heißt, tschüss! So, angreifen kann keine Sicherheitszahl, bekommt Zwangsevakuierungsgeld jetzt noch verdeckt und ja, jetzt warten wir. Da, 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 da. Und er ruft sich ein Monster, Spezial. Oh mein Gott. Jetzt, da ich mein echtes Deck habe, habe ich gar keine Angst mehr vor ihm. Vorher war es schon ein bisschen, weil ich ein schwaches Deck hatte. Vor seinem Kaiserdrache habe ich keine Angst. Und außer vor seinem Effekt, dass er ein Monster Spezial beschwören kann von uns. Ja. Gut, wir sind dran, was ziehen wir? Also wir müssen Makrokosmos ziehen, weil Makrokosmos ist, ohne Makrokosmos ist mein Deck nutzlos. So, machen wir es einfach, zack. Hier im Hinterhalt Effekt aktivieren und dann bam auf seinen scheiß Drachen. Ach, sein Monster wird diesmal nicht zerstört. Ach, was soll's, schmeiß ich einfach noch Helios ab. So. Und tschüss! Ah ja. Unser DSD-Spezialzeug geht auch auf dem Friedhof, ist ja schön. Okay. Jetzt kommt der Top the Gear. Jetzt können wir angreifen, oder er kann auch angreifen. Ich kombiniere jetzt mit Chaos Reiter Gustav. Und zwar machen wir es erst so, wir greifen mit Chaos Reiter Gustav diese Motte da an. Und dann greift Jäger im Hinterhalt die Karte an. Pyramidenschildkröte hätte ich mir denken können. Und was holt er sich? Eine zweite. Naja. Gut, damit ich nicht will, dass er angreift, kommt jetzt der Effekt von Chaos Reiter Gustav. Wir können Zauberkarten aus dem Spiel von unserem Friedhof entfernen. Wir nehmen es auf der Gear, das heißt, jetzt kann keiner mehr angreifen. Und wir beenden unseren Zug. Ist eine gute Kombination. Diese Scheißkarte schon wieder. Also falls wir verlieren, werde ich ein Deck aus 5 Karten einbauen und damit können wir jedes Duell gewinnen. Kein Deck schafft es, dieses Deck mit 5 Karten zu besiegen. Ja gut, wir haben Spielkraft gezogen, heben uns aber erst auf und warten erst einmal. Außer gute Karten ziehen wir. Nein, natürlich nicht, ich habe mich gerade bloß verklickt. Grandmarsch oder Aether, die heben uns auch auf, wenn wir mehr Karten aus dem Spiel entfernt haben. Ja, Kreaturentausch, also bitte. Wisst ihr was? Ich gebe dir mein Chaos, Reiter Gustav. Und jetzt hole ich ihn mir wieder auf die Hand allerdings. Weil ich die Karte eigentlich noch brauche. Reißender Tribut. Heben uns auch auf. Oh Mann, wir ziehen lauter Karten, die wir uns aufheben müssen. Na, ich hätte den Chaos weiter spielen sollen, aber ist egal. Gesicht des Todes. Juhu. Jetzt müssen wir uns ja aus dem Spiel entfernen.
Auf dem Friedhof ist es leichter, die aus dem Spiel zu entfernen, weil wir zwei Basu der Seelenfresser im Deck haben. Deswegen schmeißt es jetzt auf den Friedhof und wählst eine Zombie-Weltkarte. So, down. Jetzt kommt der reißende Tribut in Position. So, und die Pyramidenschildkröte setzen wir in die Verteidigung. Damit ist er nicht zerstört und sich sein Ryokoki beschwört. Nein, reißende Tribut aktivieren wir noch nicht. Erst wenn es kritisch wird. Jetzt holt er sich seinen zweiten. Jetzt kann er unser Gesicht des Todes spezial beschwören. Hoffentlich macht das. Wenn er mich nicht stören. Im Gegenteil. Es ist für uns sogar besser, wenn er sie auf seiner Seite hat. Dann können wir sie nämlich aus dem Spiel entfernen leichter. Und er holt sich noch einen. Oh mein Gott. Ja gut, jetzt muss ich quasi den reißenden Tribut setzen. Weil zwei starke Monster auf seiner Spielfeldseite sind und eins von uns. So, eins, also die Pyramidenschildkröte hat ihm eh gehört, also hat er jetzt vier Monster, ne, drei Monster verloren. Gut, jetzt warten wir noch einmal. Spielkraft, ne, ist jetzt nicht verdeckt. Ich mache jetzt mal nichts und passe einfach mal. Und schau nach, was er tut. Er hat eh nur noch eine Karte. Okay, er holt sein Ding vom Friedhof, naja. Also sein Deck ist machtlos gegen mein Deck, weil sein spielt auf Friedhof und mein spielt auf Spiel entfernen. Wir ziehen kein Makrokosmos, das ist schlecht. Und im Makrokosmos ist mein Deck nutzlos. Aber wir haben ja drei von denen in meinem Deck. Das, das wird es dann wieder ausgleichen. Wenn wir einen gezogen haben, hat er so gut wie verloren. Ja gut, Verbanner des Strahlens ist zwar nicht ganz so toll, aber entfernt auch. Naja. Okay, Spielverderberkarte, naja, jetzt kommt die Spielkraft. Weil sein Monster mir Sorgen bereitet. Wir haben ja nur unsere DD-Grenze. Und wenn wir eine Zauberkarte versehen, die spielen sollten, dann dann haben wir ein Problem. So, schon wieder ein schwarzes Loch, die heben uns auch auf. Also momentan müssen wir viel warten, bis wir Makrokosmos gezogen haben. Und Monster ziehen wir auch wenig. Na super, die bringt uns auch wenig. Die setze ich leider jetzt mal verdeckt. Spielen tue ich die nicht, weil sonst ist die Grenze nutzlos. So, jetzt können wir nur das Wartespielchen spielen, bis wir im Makrokosmos gezogen haben. Die spielen wir, genau. Die ist gut. Schmeißen. Die Dynamit ab und holen uns Verbanner des Strahlens. Jetzt werden alle Karten aus dem Spiel entfernt. Das heißt, jetzt können wir auch die mystische Raumtaifun-Karte holen, denn die wird ja jetzt aus dem Spiel genommen. Und machen seine Verdeckte kalt. Es war ja gut. So besonders heftig war die jetzt nicht. Und sollen wir ihn opfern? Nee, machen wir momentan nicht, weil das ist momentan unsere einzige Methode, Karten aus dem Spiel zu nehmen. So. Goldener Homo. Jetzt sind mir lauter Karten, die wir gerade nicht brauchen. Das ist mir noch nie passiert. Naja, egal. Dafür haben wir dann am Schluss bessere Karten. So. Kaios, der Schattenmonarch. Ja gut, das stört mich nicht. Spiel ich einfach Chaos Reiter Gustav. Zack. Ja gut, jetzt müssen wir warten. Warten, warten, warten. Na, was macht er jetzt? Er macht gar nichts, okay. Dann holen wir uns jetzt Kaios aufs Feld. Indem wir den opfern. Und jetzt entfernen wir sein scheiß Ding aus dem Spiel. Und er kriegt 1000 Schaden, weil es ein finsteres Monster war. So, jetzt wird es mal Zeit, in die Offensive zu gehen.
Haben wir eine Zauker auf dem Spielfeld, auf dem Friedhof? Nein, leider nicht. Naja, macht nichts. Endphase. Dann warten wir eben noch. Und er holt sich die Marionetten. Was? Na gut, irgendwie hat er unser Monster jetzt kontrolliert. Keine Ahnung warum. Und das schreckt mich auch nicht ab. Er hilft uns nur, weil er unseren Kaios aus dem Spiel entfernt hat. Und unser Gesicht des Todes jetzt auf dem Spielfeld bringt. Naja, soll mir recht sein, soll mir recht sein. Freund, hier wohl, da sollen wir es riskieren. Ja, machen wir es einfach mal. Zack, wir müssen eh jetzt ziehen, bis wir anfangen zu bluten. Bis unsere Hände anfangen zu bluten. Die schmeißen wir ab und, ja, die. Gut, jetzt kommt ein schwarzes Loch. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. So. Jetzt kommt die hier noch. Jetzt entfernen wir eine Karte aus dem Spiel. Von unserem. Von der obersten. Ja, von die oberste Karte unseres Decks entfernen wir jetzt. Und jetzt haben wir Makrokosmos. Das heißt, jetzt können wir super was machen. Und. Ja. Endphase. Bin gespannt, was er jetzt macht. Schwerer Sturm. Oh mein Gott, was für ein Zufall. Naja, soll mir recht sein. Wir haben ja noch zwei andere im Akku-Kosmos in meinem Deck. Und noch viele andere mysteriöse Kräfte. So. Gold-Sarkophag, juhu. Die will uns helfen. Jetzt können wir eine Karte aus dem Spiel entfernen und in zwei Runden kriegen wir sie auf die Hand. Ich nehme Basu, der Seelenfresser. Denn der wird uns helfen, Gesicht des Todes aus dem Spiel zu entfernen. Weil wir können sofort irgendwie beschwören, ne? Aber zuerst entfernen wir noch die oberste Karte aus dem Spiel. Zack. Jetzt biete ich den als Tribut an. Und rufe DDM. Aktiviere seinen Effekt, zack. Schmeiße die ab. Und jetzt können wir Monster spezial beschwören, von die, das wir aus dem Spiel entfernt haben. Gut, wir können Basu holen. Oder wir können uns Kaios zurückholen. Ich nehme mal Basu. Weil ich keine Lust habe zu warten. So, jetzt kommt sein Effekt. Wir können bis zu drei Monsterkarten aus dem Spiel entfernen von unserem Friedhof, um seine Angriffskraft zu erhöhen. Ich nehme einmal Gesicht des Todes, Chaosreiter Gustav und Verbannung des Strahlens. Effekt von Gesicht des Todes ist, wenn die aus dem Spiel entfernt wird, müssen beide Spieler die obersten 5 Karten aus dem Spiel entfernen. So. Soweit so gut. Wir haben jetzt nur noch 9 Karten, aber das müsste reichen. Wir haben 14 Karten aus dem Spiel entfernt. Denn im nächsten Zug werden wir Grandmaster der Aether beschwören. Und dann werden wir richtig abgehen. Ach ja, die Angriffskraft von Grandmaster der Aether bleibt, bis wir wieder dran sind. So, räumlicher Einbruch setzt sich noch verdeckt. Und wir beenden unseren Zug. Ja, was macht er jetzt? Er beschwört sich seinen scheiß Zombie wieder. Und was macht er jetzt? Er opfert ihn. Und holt sich seinen scheiß Drachen. Naja, Grandmaster, da ist er stärker. Der kann höchstens unseren DDM zerstören. Was er auch macht. Aua. Na gut, das bisschen Schaden, das juckt mich nicht. So, jetzt sind wir wieder dran. Chaosende. Zerstört alle Monster auf dem Spielfeld, wenn 7 oder mehr Karten aus dem Spiel entfernt wurden. Entfernen wir zuerst weitere Karten von unserem Friedhof aus dem Spiel. Die Spielflugzeug, den hier und den hier. Zack, zack, zack. Die Angriffskraft von Basu, jetzt kommt Grandmaster der Aether mit 6800 Angriffspunkten. Da macht Basu seinen scheiß Zombie kalt. Zack. Er verliert 100 Lebenspunkte, aber
Und Kaius wird ihn, Grandmaster Acer wird ihn jetzt auf Null bringen. Zack! 6800 Schaden. Und Null, so. Und ihr seht schon, wie stark mein Deck ist. Wir haben den ohne große Probleme besiegt. Aber wie lange wird es noch halten? Destroyed by Effect und Removed vom Play Bonus. Gut, jetzt kommt dieses Deck hier, das dieses Handzurückgebe-Deck. Die Musik passt jetzt nicht so gerade, ne? Ground Zero Funk, Tekken 5. Okay, wir haben Marco Rasmus gleich zu Anfang gezogen. Ist schön. Dann setzen wir noch gleich. Und warten einfach mal. So. Na, was macht er jetzt? Er opfert und beschwört sich diesen Krieger. Und wir kriegen eine C-Marke, soweit ich mich erinnern kann. Yep, es stimmt. Und er greift sie an. Naja, okay. Dann warte ich einfach mal. Wir kriegen zwar 1000 Schaden, aber was soll's. So, jetzt kommt unser Makrokosmos ins Spiel. Effekt von Makrokosmos, wir können Helios spezial beschwören von unserem Deck, den wir haben. Zack! So, wir sind dran. Ei, Verwandlungsguck. Na gut, jetzt kommt freundliche Wohltat, wir ziehen 3 und entfernen 2. Ich nehme jetzt mal, boah, das sind so gute Karten. Ich nehme mal Blitzeinschlag und den hier, hier im Hinterhalt. Na ja gut, dann opfern wir den einfach mal, den Helios. Und holen uns die DM. Die DM? sollen wir den Effekt aktivieren? Nee, machen wir nicht. So. Und da ich nicht will, dass er angreift, kommt jetzt die Barriere. Und jetzt warte ich. Oder soll ich warten? Ja, ich warte einfach mal. Und er ist dran. Er verpulverisiert gleich seine schwere Sturmkarte, soll mir recht sein. Denn jetzt können wir unbesorgt meine ganzen Fallen und Zauberkarten spielen. Also, Dankeschön. Gut, ich spule mal vor, es ist ja klar, was passiert, weil ein direkter Angriff. Aber egal, Makrokosmos haben wir gezogen. Jetzt können wir je nach Belieben unsere ganzen Zauber- und Feinkarten verdeckt setzen. Und die setzen wir auch noch verdeckt und die auch. So. Na, was machst du jetzt, hä? Er wird wahrscheinlich angreifen. Das kann ich vorhersehen. Vorhersehen. So, dann aktivieren wir Makrokosmos. Wo ist Makrokosmos? Ja, hier Makrokosmos. Zack. Helios haben wir keinen mehr, deswegen können wir auch keinen beschwören. Oh, und er hat unseren Krug zerstört. Jetzt muss er seine ganzen Fallenkarten, seine ganzen Karten aus dem Spiel entfernen und wir ziehen alle 5 neue. So, er greift uns direkt an. Jetzt kommt unsere Spielmarke. Ist eine Monster- und eine Fallenkarte. So, jetzt verpulverisiert er die Karten, die er durch Verwandlungsguck gezogen hat. Gut, jetzt sind wir dran. Ja gut, Topf der Gier zuerst. Ziehen wir 2. Soll ich? Ja, ich mach's einfach mal. Schwarzes Loch! Zerstört alle Monster! Okay, das heißt, wir haben jetzt eine Monsterkartenzone wieder, also Zauberkartenzone mehr. Jetzt kommt die hier. Wir kriegen 500 Lebenspunkte für jede Karte, die aus dem Spiel genommen wird. Spielen Chaosreiter Gustav. Nutzen seinen Effekt und entfernen ein paar Karten aus dem Spiel. Ja, genau genommen ist es nur eine, die Grenze.
kriegen 500 Lebenspunkte. Und jetzt erhöhen wir unsere Lebenspunkte noch mehr, indem wir jetzt die spielen und alle 5 Karten, die jetzt auf den Friedhöfen bei der Spiele liegen, auch noch entfernen. Und wir gewinnen dadurch 2500 Lebenspunkte insgesamt. 3, 4, 5, 6. Ja gut, die wird auch noch entfernt. Das heißt, es wurden 6 Karten aus dem Spiel genommen. Das wird unsere Lebenspunkte auf 3000. Insgesamt. Und Chaosreiter Gustav greift den jetzt mal schön direkt an. Zack. Zack. 1700 Damage und Endphase. So schwerer Sturm kann er nicht mehr verwenden, weil sie schon längst aus dem Spiel entfernt wurde. Das beruhigt mich, weil die einzige Karte, die gegen meinen Deck gefährlich werden könnte, ist schwerer Sturm. Nun gut, dann jetzt holen wir die Mauer und zahlen die Lebenspunkte, die wir gerade bekommen haben. Und sein Angriff wurde annulliert. So, wir sind dran. Jetzt haben wir einen eigenen schweren Sturm gezogen. Ist es schon Zeit für Grandmaster Aether? Ich glaube schon. Also, Grandmaster Aether, ran ans Werk. Hat Stufe 3, könnte man eventuell auch mit Stufenbeschränkung Gebiet B kombinieren. Oder mit Schwerkraftbindung. Ah ja, seine Karte wurde aus dem Spiel genommen. Wir kriegen wieder Lebenspunkte. Und der Angriff geht direkt. Zack. Und Endphase. Na, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Er spielt nur sein Ding. Naja. Was ist der Effekt? Feuer. Na gut, er hat eine Karte aus dem Spiel genommen. Wir kriegen wieder Lebenspunkte. Das ist das Geile an meinem Deck. Okay, jetzt können, glaube ich, nur Feuermonster nicht angreifen, oder? Ja, weil er Feuer gewählt hat. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht will, dass wir seine Karte zerstören. Sollen wir Helios Thrice Megistus spielen? Ne, ich glaube noch nicht. Ja, ich glaube, ich verstärke mal mein Monster weiter, indem ich jetzt meine Karte aufdecke. Wir müssen ein Finsternis abschmeißen. Wenn wir keins haben, müssen wir alle Karten aus dem Spiel entfernen, die wir auf der Hand haben. So, und da hier eine Menge Karten aus dem Spiel genommen würden, erhöhen sich unsere Lebenspunkte wieder extrem. Okay, und Grandmaster hat jetzt inzwischen 7000 Angriffspunkte. Kann aber nicht angreifen, wegen seinem Monster. Wegen dieses Monsters Gegners, meine ich. Zack, jetzt müsste zerstört sein und unser Grandmaster kann ihn direkt angreifen und die Angriffskraft wird es. Ja, wir kriegen wieder Lebenspunkte. Und mit 7600 wird er vernichtet. You win. You win. I win. So, und zum ersten Mal macht mir Yu-Gi-Oh! Richtig Spaß. Aber jetzt wird mir der Spaß gleich vergehen gegen dieses Ur-Dingstar-Deck. Na gut, ich muss aufpassen. Ich spiele zuerst die hier. Etwas episch. Ja gut, epische Musik. So, bin gespannt, was er macht. Gegen dieses Deck haben wir noch nie gewonnen, was er hat. Und ja. Er legt seinen Wolf auf dem Friedhof, Christian Wolf. Oder nee, wie heißt der Bundespräsident? Christian Wolf heißt er doch. Oder wer heißt der Bundespräsident mit Vornamen? Weiß ich gar nicht. So, dann machen wir mal Makrokosmos und holen uns Ding auf aufs Feld. Unseren guten alten Helios. In die Verteidigung, weil der hat zu wenig Angriffspunkte. Den benutze ich höchstens zum Opfern. So angreifen kann er nicht, weil Deligranz auf dem Spielfeld liegt. So, noch ist es ausgeglichen. Wir können jetzt Ding holen. Helios, Dingstar, Trice, Megistus. Aber entfernen wir zuerst mal seine ganzen Karten, die er da auf dem Friedhof hat, weil die werden ihm später nutzen, wenn er seinen Urteilsdrache beschwört. So, sag Tschüss zu deinen Monsterkarten auf deinem Friedhof. 3, 4 und 5. Gut, eine entfernte Karte haben wir. Er hat 5. Jetzt hat er mehr als wir. Hier ist er 200. Na gut. Passt eigentlich. Ich bin momentan zufrieden. Denn solange er keine Karte hat, die
zaubern, Fallenkarten zerstören kann, sind wir in Sicherheit. Oh, jetzt hat er eine. Oder ist es eine? Ne, er beendet seinen Zug. Chaosende. Können wir nur spielen, wenn wir 7 Karten aus dem Spiel entfernt haben. Wir könnten Helios Trice spielen, hätte dann 300 Fehlkarte, da 3 sind, hätte er nur 900, das ist ein bisschen wenig. Achso, pro Monster, ne? Wie viele Monster sind es denn? 2, 3, 4, 5. Sind 1500 Angriffspunkte, ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Deswegen warte ich noch einmal. Er kann ja eh nichts machen, solange seine Monster aus dem Spiel entfernt sind. So, wir sind dran. Zack. Zwangsevakuierungsgerät. Die können wir spielen, wenn er seinen Urmaterialdrachen, Urmaterialdrachen, seinen Urteilsdrachen beschweren sollte. So, Endphase. Und falls unser Feld leer basht, dann, können wir Chaosende verwenden, weil dann, wobei, die werden ja nicht aus dem Spiel entfernt, ne? Die werden ja dann auf den Friedhof gehen. Naja, egal. Von die Wohltat, das erhöht unsere Siegeschancen. Jetzt ziehen wir mal 3 Karten und werfen 2 ab. Welche 2 werfen, entfernen wir sogar aus dem Spiel. Ist ja nice, ne? Holen wir mal den, dann können wir später mit DDM zurückholen und, ja, den da. Damit wurden 4 Karten aus dem Spiel entfernt und Chaosende bräuchten wir noch 3 mehr. Jetzt kommt Topfel Gear, jetzt sind es noch 2. Und wir haben Seelenübernahme gezogen. Jetzt können wir meine Kombi machen. Ich habe bloß Angst, dass er dann seinen schweren Sturm rauszieht, weil das wäre echt eine Katastrophe jetzt. Aber egal, versuchen wir jetzt so viele Monster wie möglich zu opfern. Opfern wir jetzt die Überlebende aus dem Grund, weil der zurückkommt, wenn der aus dem Feld aus dem Spiel genommen wird. Wir kriegen Lebenspunkte. Oder in dem Fall nicht, weil er sie jetzt zerstört. Lol. Naja, soll mir recht sein. Dann hat er eben eine seiner Zerstörungskarten verschwendet. So, jetzt haben wir 7 Karten. Jetzt könnten wir Chaosende jederzeit spielen. Wir können sie aber auch verwenden, um ein Monster zurückzuholen. Und zwar Helios Trice Megistus. Aber ich warte jetzt noch erst einmal. Und schau, was er tut. So, wir kriegen die Überlebende zurück. Zack. Und er aktiviert seinen... Ja gut, das ist jetzt so, was er macht. Denn unser Monster kommt jetzt sofort. Nee, komm nicht. Was soll das? Sollte doch eigentlich wiederkommen, weil jetzt auch immer die Endphase kommt. Und er kommt immer in der Endphase zurück, wenn die aus dem Spiel genommen wird zum Feld. Naja, was soll mir recht sein? Dann ist er halt wieder aus dem Spiel entfernt worden. Chaosreiter Gustav haben wir gezogen. Bis jetzt liegt noch keine Karte auf dem Friedhof. Und es kann keiner angreifen. Wir sollten ihn vielleicht auf Decktod spielen lassen. Oder wir sollen warten, oder wir können warten, bis er sein Ding rauszieht, sein schwerer Sturm, und dann können wir uns wieder erneut aufbauen und unseren Angriff planen. So. Zack. Gesicht des Todes, sehr schön. Jetzt müssen wir die nur noch aus dem Spiel entfernt kriegen. Wir könnten jetzt theoretisch den spielen. Ja, ist also verdeckt, meine ich, weil wenn wir die normal beschwören, werden alle Karten zurück ins Deck gemischt, die aus dem Spiel entfernt wurden. Und dann Chaosende spielen. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Gefühl sagt mir, ich sollte warten. Denn wenn wir 7 Karten oder mehr dann später haben, können wir die abschmeißen und die wird aus dem Spiel genommen wegen Marco Kosmos. Das würde eigentlich auch gehen. So, wenn er schwerer Sturm jetzt verwendet, dann würde er 3 Karten verlieren. Na, warum leckt es bei mir so? Keine Ahnung. Verwandlungskrug. Könnten wir ihn auf Decktod provozieren? Wir haben ja mehr Karten als er. Naja. Ich mache mal nichts. Jetzt müssen wir eine Karte abschmeißen. Ich will natürlich mein liebes Gesicht des Todes. Die wurde aus dem Spiel entfernt. Jetzt werden die 5 obersten Karten aus dem Spiel genommen. Darunter schwerer Sturm. Ich hoffe, bei ihm wird es auch schwerer Sturm sein. Muss dann gleich seinen Friedhof überprüfen. Ja, aber er ist momentan dran. Und was macht er? Was macht er? Er setzt nur eine verdeckte. Nun soll mir recht sein. Wir sind dran. Jetzt könnten wir sein ganzes Feld leer bashen. Wir haben ja so viele Karten und dann könnten wir mit Neger hier im Hinterhalt. Ups, jetzt habe ich einen rassistischen Ausdruck gesagt. Sorry.
Mit Jäger im Hinterhalt könnten wir seine Karten wegbashen. Und falls uns die Karten ausgehen, dann könnten wir uns vielleicht sogar noch auf den hier verdeckt setzen. Wie mache ich das jetzt? Oh, wir könnten auch ein Monster holen. Wir können uns dieses Todes wiederholen und den dann wieder opfern. Ja, das wäre eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, das mache ich sogar. Also, zack. Wir müssen eine Zauberkarte abschmeißen, damit der Effekt geht. Und holen uns unser Gesicht des Todes vom Friedhof. Auf Englisch Necroface. Zack, in die Verteidigung. Jetzt kommt unser Jäger im Hinterhalt in die Angriffsposition. Aktivieren den Effekt. Schmeißen Chaosreiter Gustav ab. Und zerstören unsere eigenen. Erwähnen unser eigenes Monster. Gut, und es wird zerstört. So, ist wieder aus dem Spiel entfernt worden und die obersten Karten landen auf dem. Aus dem Spiel. Ha? Okay. Gut, was hat er jetzt? Ich hoffe, ich sehe da eine schwere Sturmkarte. Das wäre schön. Na, er hat's. Sind noch immer im Deck. Das ist ein riskant. So, Helios hat jetzt 1300 Angriffspunkte. Wenn uns gelingt, Gesicht des Todes noch mit zu beschwören, können wir 20 Jungsgeld auf ihn aktivieren und wir haben ihn wieder auf der Hand. Das könnte uns helfen, falls wir selber decktot gehen würden. Na gut, er flippt sein Monster, kann eine Karte zerstören, muss aber die anderen Karten aus dem Spiel ja gut, er zerstört unser Ding. Das ist jetzt schlimm. Ja, okay, jetzt werden die Karten einfach nicht mehr aus dem Spiel genommen, sondern werden auf den Friedhof gelegt. Er lässt seinen Urteilsdrache liegt auf dem Friedhof, das ist gut. Denn jetzt kann er nicht mehr beschwören, so. Naja, wir könnten jetzt mit schwerer Sturm alles wegbashen. Aber zuvor sollte ich vielleicht seine ganzen Verdecken zerstören. Dann würden wir gewinnen. Mit einem Angriff. Und zwar schmeiße ich jetzt den hier ab und wähle seine ganzen Karten. Die sind bestimmt hinterhältig, was er da hat. Zack, die wird schon mal zerstört. Das ist gut. Spiegelkraft, sehr schön. Dann machen wir es einfach mal nochmal und schmeißen Verbannung des Strahlens auf dem Friedhof. Zack. Ach, okay, wir hatten Pech. Naja, macht nichts. Ja, es ist gut oder teuer. Ich warte, glaube ich, einmal. Das wäre, glaube ich, das Beste. Und was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich spule mal vor. Ich glaube, der macht nichts, weil er so lange wartet. Okay, er ruft sich die hier, aktiviert den Effekt und zerstört unsere Karten. Nein, das darf nicht sein. Nix da, du zerstörst hier nix. Vorher gebe ich noch das auf deine Hand zurück, dieses Monster hier. Oh nein, es ruft sich. Oh oh. Oh oh, das könnte jetzt riskant werden. Wir würden jetzt ein paar Lebenspunkte verlieren, aber es macht nichts. Wir haben ein schwarzes Loch. Und Grandmarsch der Esa im Hinterhalt. Er macht nichts, kriegt man halt ein bisschen Schaden. Was soll's? Er hat noch drei Karten in seinem Deck. Okay, das ist gut. Der did gut. Gut, dann machen wir sein Feld erstmal leer. Sein Monsterkartenfeld. Er verliert vier Monsterkarten. Wir könnten aber auch so fies sein und die verdeckt setzen, und wenn er sie angreifen würde, würde er sich selber immensen Schaden zufügen. Unser Monster hat 8000 Angriffspunkte, würde ihn genau hitten, aber... Ja gut, spielen wir es einfach mal. So, wenn der Angriff jetzt klappt, haben wir genau gewonnen. Ah, okay, er kann den Effekt aktivieren und unseren Angriff annullieren, naja. Gut, da es langsam zum Ende des Duells kommt, setze ich die jetzt verdeckt. Die er gleich mit seiner Staubtornado zerstört. Naja, soll mir recht sein. Ich pausiere mal kurz. So, und hier bin ich wieder. Na ja, gut, im letzten Zug hat er nichts gemacht. Nichts Bedrohliches, er hat noch zwei Karten insgesamt. Jetzt kommt unser Makrokosmos. Und ja, greifen wir ihn einfach mal an.
Zack, zack, zack. Und wenn unser Angriff dann erfolgreich wird, haben wir gewonnen. Wir würden seine Lebenspunkte genau auf Null bringen. Und, na, na? Yes, man! Wir haben diesen Wichser geschlagen! Yay! Bam! Mit einem Schlag ausgelöscht. Oh, okay. Das war jetzt doch mal ein geiles Duell. So, ein Gegner müssen wir noch schlagen. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen, weil sein Deck ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist das zweitbeste. Also das stärkste Herr haben wir gerade geschlagen. Aber jetzt kommt das zweitbeste Deck. Das ist nämlich echt nicht mehr schön, was er da hat. Deswegen fange ich erst einmal als erst an, weil wir Makrokosmos haben. Und wir den so schnell wie es geht spielen müssen. Okay. Ziehen. Spiel erstmal ein schleimiges Monster verdeckt in Kombi mit reißendem Attribut. Und warte erst einmal. Wenn er seinen schweren Sturm rauszieht, dann hat er eine starke Bedrohung von uns verschwendet. Ach nee, ich weiß, was für ein Deck der hat. Oh, das ist mies, was für ein Deck der hat. Uiuiui. Okay, soll ich oder soll ich nicht? Nee, ich mach mal nicht. Wenn er angreift, dann kommt eben unser Schleim. Gut, wir schleimen ihn mal voll. Dann greifst du den Schleim an. Nein, natürlich nicht. Er hat 3000 Verteidigungspunkte. Okay, wir haben Makrokosmos noch nicht gezogen, macht aber nichts. Denn jetzt könnten wir ihn direkt angreifen. Oder soll ich ihn direkt angreifen? Ne, können wir nicht. Ja doch, nein, nein, können wir nicht. Ich spiele erstmal den lieben alten Gustav, oder nee, zuerst mache ich mal seinen Feldzauber weg, weil der ein bisschen bedrohlich wirkt. Wir haben noch kein Makrokosmos gezogen, das ist schlecht. So, jetzt kommt Chaos Royal Gustav, zack. Jetzt greifen wir einfach mal sein Monster auf natürliche Weise an, zack. Wir hätten auch zuvor eine Karte entfernen können, ja. Es wäre sogar das Beste gewesen. Das Beste gewesen. Naja, wenn wir den geschlagen haben, haben wir diese Phase hinter uns. Und wenn nicht, dann haben wir es trotzdem geschafft, weil dann werde ich etwas verwenden, was man Hardcore-Cheating nennt. Es war ja schon Cheating, dass wir unsere Decke, also mein Deck hergecheatet haben, ne? Hey, ich glaube, das kann leichter werden, als es scheint. Er hat nichts gemacht. Aber er kann einen Angriff annullieren. So, dann verstärken wir unsere Offensive einfach. Der hat 0 Angriffspunkte, das heißt, den in den Angriff zu setzen, wäre ein bisschen unnötig. Okay, er kann einen Angriff wegen seiner Necro Shade deaktivieren, oder wie der auch heißt. Und er aktiviert sie bei dem Schwächsten. Naja, soll mir recht sein. Aber den kann er nicht aufhalten. Zack. So, und wenn er irgendeine Bedrohung spielt, dann kommt reißendes Tribut. Und falls er schwerer Sturm spielt, dann haben wir ein Problem. Wir haben ja immer noch zur Not. Zur Not haben wir noch schwarzes Loch. Das wird uns auch helfen. Nun gut, er hat zwei verdeckte gesetzt: ein Monster und eine Zauberkarte. Oder eine Feinkarte, je nachdem. Ja, verstärken wir erstmal meinen Angriff. Je mehr Angriff, desto besser. Okay. Er hilft uns gleichzeitig, indem er unsere Karte aus dem Spiel entfernt. Danke. Ah, ich mache dir mal eine andere Musik, die haben wir schon so häufig gehabt. Und die auch, ich will mir eine, die mal selten haben. Ne. Ne. Dann nehme ich mal die hier. Weiß nicht, ob wir die so oft hatten, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich greife ihn jetzt mit Basu an. Sein Monster hat 0 Verteidigungspunkte, hätten wir auch mit dem anderen zerstören können. Hat irgendeinen Effekt, ich weiß den allerdings nicht. So, zack, direkt 1400 Schaden. Wir dominieren dieses Spiel momentan. Und zwar weit. Und er ist dran. Na, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Na, er macht nichts, okay. Ich glaube, das wird leichter als ich dachte. Viel leichter als ich dachte. Naja, soll mir recht sein. So. Dann spiele ich ein weiteres offensives Monster.
Nein, wäre ja blöd, wenn ich die Falle jetzt spielen würde. Und drei direkte Angriffe. Ups, ich spur vor. Zack, einmal. Zack, zweimal. Und zack, ausgleichen Angriff. Bam, wir haben es geschafft. Yes. Wir haben diese vier Idioten geschlagen. In 40 Minuten. Hahaha. Sehr schön. Vier Idioten liegen auf dem Boden. Vor den Knien meines starken Decks. Awaken on Crimson Dragon. Show me your power one more. Okay, das war das schlechteste ever. What? Why? What happened? That's impossible. How are you? How could I have failed? You failed. I was certain the dragon would return. This must mean that imitations just aren't enough. I need the real thing. Oh, epileptischer Anfall Nummer 2. Asthma-Anfall Nummer 2. Oh mein Gott. Oh, oh fuck. Oh, so, ich liege auf dem Boden, wie asozial. Jeez. Where did Kevin LP run off? What the... Where were you? When I come to see you, you were gone. I've been looking for you everywhere. Well, at least I found you. You face off against Jack next to get ready? Okay. Das nächste Duell ist gegen den König. Und das im nächsten Part. Wahrscheinlich unser letzter Part, nächster. Der nächste wird wahrscheinlich unser letzter Part sein. Bis dann, servus. Puh. Endlich geschafft.